Regionalliga West. Alle Spiele nur bei Sport Total. Wird präsentiert von Schau ins Land Reisen. Spieler sind bereit, alle 22 Akteure auf dem Rasen und Fischbach pfeift die Partie an. Felbert komplett in Weiß von links nach rechts und der FC komplett in Rot in die andere Richtung. Schlagdistanz hat sie auf jeden Fall zu den Aufstiegsrängen. Ecke kommt gut und der erste Kopfball landet direkt in den Maschen. 1:0 für den ersten FC Köln. Und vielleicht so ein Kopfball dann für einen Regionalligaspieler ist. Das sieht man dann auch eher selten. Schön getretene Ecke, ganz lang gekommen auf den zweiten Pfosten mit extrem viel Schnitt. Und dann ist die Gegenwehr einfach nicht besonders überzeugend. Und Elias Bakatukanda netzt zur frühen Führung für den ersten FC Köln ein. Felbert muss mal ein bisschen aufs Tempo drücken und auch mal die Lücke suchen. Rustikale Grätsche da, aber Erwig Drüppel bleibt im Ballbesitz. Ball nochmal im Rückraum. Rübergelegt. Abschlussmöglichkeit. Ball immer noch heiß und dann aber Benjamin Hemke ein bisschen zu überhastet. Der Abschluss da. Pazurek. Versucht da den leichten Heber auf Hilger, aber der ist natürlich umzingelt von zwei Leuten. Kaya. Flanke vors Tor und Hilger mit einem ganz schwierigen Kopfball macht noch das Beste draus. Oh, Ball vom Tor, Remo. Und ist dann fast selbst ein bisschen überrascht. Da muss er eigentlich sogar mehr draus machen. Unverändert. Felbert weiter in den Weiß, jetzt von rechts nach links. Der FC direkt im Vorwärtsgang durch Diehl. Schickt dann den neuen Saliger. Und Saligers erster Ballkontakt landet im Kasten. Und genau wie zu Beginn der ersten Hälfte nutzt der FC die Anfangsphase für einen Treffer zum 2:0. Und besser kann der Arbeitstag von Jonas Salinger nicht beginnen. Mit viel Tempo vom Anschlusspunkt weg geht der FC in Richtung des Kastens. Und dann ist es hier das Dribbling von Justin Diehl, das drei Leute bindet. Guter Pass und Saliger hat dann zwar ein bisschen Glück, Lenz noch mit dem Fuß am Ball, aber der kann den Ball nicht entscheidend abwehren und so steht es 2:0. Oh, Downs kann Diehl schicken. Diehl hat immer noch Platz, geht in den Strafraum. Und der Abschluss dann aber von Marcel Lenz abgewehrt. Sieht auch der eine oder andere eben in Köln so, dass so die Möglichkeit, interessante Taktik, Robin Hilger frei im Strafraum, blickt den Ball rüber, Abschlussgelegenheit für Kaya. Aber Jonas Nikisch auf dem Posten. Zweite Chance für Diallo. Vors Tor und der Kopfball von Urban. Einen Ticken zu hoch. Der Ball vom Tor und der Kopfball von Markus Pazurek landet im Kasten. Anschlusstreffer für die Spielvereinigung Felbert. Natürlich ist es der Routinier mit seiner Kopfballstärke, der die Gastgeber wieder in die Partie holt und den alten Pausenabstand wiederherstellt. Flanke gut getreten, ist lange unterwegs, aber Pazurek macht das sehr, sehr gut, setzt sich durch gegen zwei Gegenspieler und nickt dann ein.
Und Dilschik Dietz, der sah ein bisschen nach Abseits aus. Fahne bleibt aber unten. Marcel Linz verhindert Schlimmeres. Ausbau der Führung durch Jonas Saliger. Dann also gerade Markus Pazurek, der die Gastgeber zurück ins Spiel holt. Und dann ist es wieder nur ein Tor, das zu Punkten fehlt. Diehl dribbelt sich wieder wunderbar frei. Und Justin Diehl nimmt meine Worte, knüllt sie zusammen, wirft sie auf den Boden und sagt, ne, ich will 2 Tore Vorsprung. Ganz starkes Dribbling vom Youngster des 1. FC Köln. Und Justin Diehl hämmert den Ball zum 3:1 in die Maschen. Setzt sich hier gegen 1-2-3, dann der Doppelpass mit Florian Dietz. Und der Abschluss, der ist dann ganz, ganz stark. Und Felbert jetzt aber mit der Gegenchance. Robin Hilger mit dem Abschluss aus kurzer Distanz. Da muss er auch schon fast mehr draus machen. Gut geackert da von Abdelhamid. Kaya macht einen Haken zu viel. Finkgräve. Und wieder Diehl. Hat er noch einen im Köcher? Nee, es ist Downs und der Ball zweimal abgefälscht und schon steht 4:1 für den 1. FC Köln. In der zweiten Hälfte nahezu jeder Schuss ein Treffer und jetzt ist das Ergebnis schon ehrlicherweise ein Ticken zu hoch, denn 3 Tore besser ist der FC hier gerade nicht, aber der Schuss von Downs dann unglücklich abgefälscht und dann keine Chance für Marcel Lenz. Irgendwie muss jetzt also ein Wunder her. Na, Jombe. Dribbelt sich gut frei. Wieder Diehl. Nächster Abschluss und Florian Dietz steht genau richtig. Linienrichter lässt die Fahne unten und schon steht es 5:1. Auch wenn Marcel Lenz das nicht so richtig akzeptieren will. Markus Pazurek sucht auch nochmal die Diskussion. Keeper Lenz holt sich jetzt gelb ab für das energische Beschweren. Unübersichtliche Szene. Der Torschütze selbst erklärt ihm jetzt auch nochmal, warum sein Tor in Ordnung war. Schauen wir uns mal die Zeitlupe an. Also Najombe dribbelt sich gut frei. Und dann der Abschluss von Diehl. Dietz steht einfach nur richtig. Er landet nochmal bei Downs und der Abschluss von ihm ist nicht schlecht. Eckball nochmal von Diallo getreten. Der Abschluss von Melich nochmal gut. Gefährlich auch, aber wieder ein Kopf dazwischen. Und nachdem Eckball endet also diese Partie zwischen Felbert und dem 1. FC Köln mit 5:1 für die Gäste. Ja, Leute, das Video muss jetzt fertig werden. Wie ist das jetzt hier? Was ist hier? Playlist. Ja, okay. Und hier unten? Abonnieren. Ja, war es das? Oder ist hier noch was? Letztes Video. Ja, sag ich ja. Alles gut.